ein abartiges Hallo, Leute, zu dieser Fortsetzung der Unterpreuschwitz-Chronik. Ja, das fränkische Lokalbahnthema steht natürlich hinter dem Unterpreuschwitz-Gedanken. Da gab es auch Fahrversuche mit teils recht stattlichen Lokalbahnzügen. Und dann ging es bereits ans Einrosten der Gleise. Das habe ich mit Airbrush erledigt, damals noch mit der guten alten Revell-Farbe in den Metalldöschen. Genial sind diese Bahnsteigkanten von Auhagen. Die würde ich jederzeit wieder nehmen und auch jedem empfehlen. Einfach toll, dass man die jedem Gleisverlauf und jeder Gegebenheit perfekt anpassen kann. Die wurden dann einfach aufs Holz aufgeklebt. Das hier ist das einzige Bild der Unterpreuschwitzer Straßenbrücke im Rohbauzustand. Ja, die besteht tatsächlich aus Karton und ist natürlich intelligent aufgebaut, dass die auch feste wird. So entstand auch die gesamte Rampe aus Karton. Hier sieht man umso deutlicher die Diagonalversteifung dieser Leichtbautechnik. Hättet ihr wahrscheinlich nicht gedacht, auch die Straßenoberfläche besteht lediglich aus Graupappe. Zu dieser Zeit war ich dann schon Redakteur bei Modelleisenbahner und habe mir mal dieses Vehikel ausgeliehen, weil das wirklich sehr extrem ausscherte in der Kurve und entsprechend tief hängende Schürzen besitzt. Es kam zu meiner Freude und Überraschung in Unterpreuschwitz aber überall ohne anzuecken durch. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Aber das Design des Walfisches, naja, alles Geschmackssache. Hier besonders krass im Direktvergleich zum Lokalbahnagenturgebäude. Ja, die beiden Maschinen hier harmonieren mit diesem Bauwerk doch deutlich besser, meine ich. Meine 981112 war damals gerade fertig geworden, so kann ich die Aufnahme sehr genau auf Mai 2010 datieren. In puncto Märklin bin ich ja vor allem Klassik-Fan. Die Treibradgruppe der klassischen DA800 steht hier direkt an der Absenkung für den Übergang. Ausgefüllt wurde der gesamte Bahnsteig mit Depon. Ja, heute würde ich Styrodur nehmen, das tut's genauso. Es handelt sich zwar um zwei Märklin-Loks, einerseits die S36, andererseits die 75. Letztere ist allerdings mit einem Faulhaber-Motor ausgestattet und läuft auf 2-Leiter Gleichstrom. Nun wird's Zeit, das grässlich nylonhafte Erscheinungsbild der C-Gleise zu verstecken. Da wurde dann auch gleich der Damm entsprechend verbreitert. Die dafür verwendeten Teile habe ich auch genormt, dass die Bahndämme immer zusammenpassen. Sägespäne aus der Absaugung der Baumarktsäge wurden mit Holzleim vermischt und damit der Bahndamm modelliert. Das spart nicht nur Gewicht, sondern vor allem auch Schotter, der bekanntlich nicht billig ist. Den zunächst direkt aufs Holz aufgezeichneten Verlauf der Straßen habe ich dann mit Papier abgepaust. So lässt sich dann der Verlauf auf jedes beliebige Material übertragen, denn auch der gesamte Bahnhofsvorplatz und das Gebäude selbst mussten unterlegt werden und die Oberfläche für den späteren Asphalt habe ich dann letztlich aus Karton gefertigt. So ist die Konstruktion zwar nach wie vor federleicht, aber stabil genug. Ein kleiner Trick am Rande. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich noch vieles analog fotografiert. Hier ein Filmdöschen, das als Diffusor für die Glühbirne der Innenbeleuchtung des Bahnhofsgebäudes dient. Und nun kommen wir zur Nachbildung der Stellwerkstechnik, die mich das gesamte Jahr 2010 aufgehalten hat. Ich muss sagen, das habe ich maßlos übertrieben. Nach eingehender Vorbildrecherche in Markelsheim entstanden Druckrollenkästen aus Kabelbindern, die angesetzten Blechhauben aus Tonkarton, die Füße aus Draht und die Riffelblechabdeckungen aus Zigarettenpapier. Ja, damals habe ich blöderweise tatsächlich noch geraucht. Die Rollenhalter habe ich aus sogenannten Kasanettmatten, auch bekannt als Rattengitter, gefertigt, einfach mit dem Seitenschneider auseinandergezwickt und Streichhölzer unten angeklebt mit dickflüssigem Sekundenkleber. Die Einfärbung macht's letztlich. Dies hier war der Erstversuch, die Blechabdeckung eines Drahtzugkanals nachzubilden, einfach aus geknicktem Karton, die schwarzen feinen Streifen, das ist entsprechend fein geschnittener Tonkarton, eingelassen mit Sekundenkleber
Alsbald bin ich aber dazu übergegangen, stattdessen Schaschlik-Spieße zu nehmen. Ja, und die angedeutete Weiterführung der Kanäle zwischen den Schienen habe ich dann ganz einfach aus Karton gemacht. Aus massiver Graupappe bestehen übrigens auch die Umlenkrollenkästen, also da, wo der Drahtseilzug um 90 Grad um die Kurve läuft. Die entsprechenden Teile für die Weichen respektive Weichenriegel entstehen auf ähnliche Weise, wie man hier deutlich erkennen kann. Und die einzigen gekauften Teile waren Auhagens Spannwerke, zum Teil ein bisschen verändert, ein bisschen verfeinert und farblich aufgehübscht. Gleichzeitig kannst du hier den Kartonrohbau des Unterbräuschwitzer Stellwerksanbaus erkennen. Erst die Einfärbung schafft letztlich die glaubhafte Vorbildnähe. Hier jetzt im Weichenbereich, klar, die Laterne ist Märklin-typisch immer noch auf der falschen Seite. Aber so eng sehe ich das persönlich jetzt nicht. Zum Teil gibt es dann auch recht abenteuerliche Konstruktionen, wie hier einen überbrückten Drainagegraben. Angeregt wurde ich auch hier durch Vorbildrecherche. Auch diese etwas schrullige Kombination ist durchaus legitim. Erlaubt ist, was gefällt und was eben in diesem Fall auch Sinn macht. Die Kombination aus Druckrollenkästen und Rollenhaltern. Die Druckrollenkästen stehen überall da, wo man mit dem Draht um die Kurve muss. Die Rollenhalter stehen immer in einer Linie. Das ist das Prinzip. Das Innenleben des Unterpreuschwitzer Stellwerks, ja, ihr kennt's ja in gleicher Weise schon aus Oberpreuschwitz. Die Kombination aus Agenturgebäude und Anbaustellwerk gab's tatsächlich. Alles eingefärbt und eine LED beleuchtet auch das Stellwerk Unterpreuschwitz. An einem trüben Morgen, der an diesem Tage tatsächlich herrschte, war die Stellwerksbeleuchtung von außen wunderhübsch anzusehen. Und ich meine doch, die farbliche Angleichung ist doch auch ganz gut gelungen. Man sieht eigentlich kaum noch den Unterschied zwischen Kunststoff und Karton. Na gut, die Holzbalken am Güterschuppen sind in meinem Fall aus Echtholz. Die haben beim Originalbausatz von Pola leider gefehlt. Nun wird's Zeit für die Fahrgäste, einen sicheren Übergang zum Inselbahnsteig zu schaffen. In Verbindung mit dem Märklin-System ist sowas immer nicht so ganz einfach. Vor allem die fetten Spurkränze der alten Radsätze müssen eben auch noch ohne Probleme durchpassen. Basis für den Übergang ist Karton. Darauf wurden dann Bretter aus Furnierholz geklebt, welche dann mit der Drahtbürste auch mechanisch verwittert wurden. Der Mittelleiter aus einem Stückchen Fahrleitungsdraht ist eingezogen, der Anschluss verlötet. Ja, und man sieht schon unten die Aussparung für die Punktkontaktreihe. Die habe ich jetzt nicht runtergefräst, sondern einfach eine Aussparung gelassen und so wird es dann aufgeklebt. Dann wurden auch die äußeren Teile noch eingebaut. Mit dem Silberleitlack wurde, soweit ich mich erinnern kann, dann noch eine Verbindung zu den bestehenden Punktkontakten gezaubert, so quasi nach dem Motto doppelt hält besser. Eine Mischung aus Dispersionsfarbe und Weißleim bildete mal den stabilen Unterbau für die Beschotterung des Bahnsteiges. In die noch feuchte Farbe habe ich Quarzsand eingestreut, ließ alles über Nacht trocknen und am nächsten Tag wurde dann die Oberfläche geglättet und mit Weißleimwasser nochmals eingeträufelt, ehe dann alles final nochmals eingefärbt wurde. Eine sehr stabile Beschichtung entsteht auf diese Weise. In diesem Bereich habe ich ein bisschen zu viel gemacht, gesponnen, herausnehmbare Betonplatten nachgebildet, die, so habe ich mir am Bahnhof dann sagen lassen, eigentlich überflüssig wären. Beim Vorbild hätte man da einfach drüber geteert und die Drahtzüge durch die drunter liegenden Rohre gezogen. Unterpreuschwitz ist ja in jedweder Hinsicht ein experimentelles Projekt. So habe ich hier erstmals diese Spachtelmasse aus dem Supermarkt eingesetzt und war gleich begeistert, wie toll die sich verarbeiten ließ. Damit habe ich dann den neueren Bereich des Inselbahnsteigs gemacht, jener, der gedachtermaßen für die Baureihe 628 verlängert worden ist. Ganz einfach aus Hekidur-Material entstand die Abschlusskante der Ladestraße und die muss auch nicht so sauber ausgeführt werden, weil sie doch zum größten Teil im Schotter versinkt. Eingefärbt sieht sie dann gleich besser aus, das ist klar. Ja, und nun geht's tatsächlich ans Einschottern der Anlage
und dann verschwindet endlich das potthässliche Zehgleis, das ich überhaupt nicht ertragen kann. Es muss einfach eingeschottert werden. An der Bahnsteigkante habe ich zunächst mit Quarzsand aus dem Baumarkt den Spalt ein bisschen aufgefüllt, dann den verhältnismäßig teuren Schotter darüber gestreut. Geklebt wird bei mir alles mit Leimwasser. Bis zum heutigen Tage hat mich kein einziger Latexkleber überzeugen können. Und schon glaubt man kaum mehr, dass man C-Gleis vor sich hat. Zwischen den Gleisen habe ich vor allem den feinen Baumarktquarzsand eingesetzt und ließ auch gleich in den noch feuchten Kleber ein paar Mikroflocken rieseln. Hier siehst du nun den Übergang zwischen den beiden Bahnsteigbelägen. Die linke, grobere Version ist praktisch der ältere Beleg. Lag rechts die neuere, feinere Version aus der Instant-Spachtelmasse. Letztere habe ich dann auch für einen kompletten Bahnhofsvorplatz benutzt und die ließ sich wirklich klasse verarbeiten. Auch der Spalt zum Kunststoffsockel des Gebäudes wurde damit verschlossen. Mit dem Palettmesser so dann alles glatt gestrichen, im flach angesetzten Gegenlicht siehste jede Unstimmigkeit. Ist das alles in Ordnung, können wir einfärben. Und dies geschieht mit stark verdünnten Heki-Straßenfarben. Ich benutze die nur noch als Lasuren und lasse sie wässrig ineinander fließen. Das Ergebnis sieht dann unter dem Makroobjektiv so aus. Würde man die pumpige Heki-Farbe unverdünnt auftragen, wäre diese gesamte Struktur zugeschmiert. Langsam aber stetig ergibt sich doch ein stimmiger Gesamteindruck. Wenn man erstmal so weit ist, darf man auch mal ein bisschen spielen zwischendurch. Der wunderschöne 642 von Pico ist auch in Unterbreuschwitz kein Fremdkörper. Das Vorbild befährt manche fränkische Lokalbahn. Und schon sind wir am Ende auch dieser Folge unserer Chronikreihe, die sehr aufwendig zu produzieren ist, denn die Aufnahmen kommen eben noch aus einer Zeit, als ich noch keine brauchbare Videokamera besessen habe. Und ich freue mich natürlich wie immer über jeden, der diese Mühe zu schätzen weiß und ein Motivationssignal gibt. Das ist eine freiwillige Zuwendung, die meine freie kreative Arbeit so ein bisschen unterstützt. Herzlichen Dank an jeden, der das tut. Ihr seid super. Macht's gut, bleibt immer abartig, kreativ und positiv. Bis zum nächsten Mal. Wie immer von Herzen, euer Kunstmichi. Ciao.